Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News. Bei uns hier auf dem Kanal sofort und gleich mit mir immer gleich. Ja, zum letzten Video. Wir fangen wieder an mit den Kommentaren. Letztes Video her sofort. Was hat er mir hier reingeschrieben? Also, heute leider nichts gefunden. Ach ja, er hat an die Kommas gedacht. Das hat er mir extra gesagt. Er wird jetzt an die Kommas denken. Brav, feini, feini. Heute leider nichts gefunden, Komma, worüber ich mich lustig machen kann. XD. Ja. Der olle Vater kriegt es so langsam aus sich her, bis sie besser hin. So, dann haben wir Beef Boss 3 Punkte. Flying Saucer 3 Punkte. Patty Wacker 2 Punkte. Maverick 5 Punkte. Shade Punkte. Was? Also 3 Punkte. Clutch X 7 Punkte. True Heart 1 Punkt, Glow Stick 4 Punkte, Light Show 9 Punkte, Recon Specialist 0 Punkte, Living Large 8 Punkte, Jolly Roger 1 Punkt. Jo, und dann gehen wir mal rein in den nächsten Kommentar von mir. Okay, also ich lese es erstmal. Der Bürger ist einfach ein hässlicher Tomatenkopf. 1 Punkt, da ist Ben besser. Nenn mich Master Mick. An dem Punkt waren wir früher schon mal gewesen, Master Mick, falls du den normalen Namen nicht aussprechen kannst. Da du jetzt nicht neben mir sitzt und mir sagen kannst, wie ich es richtig auszusprechen habe, nenne ich dich jetzt einfach Master Mick. Alles klar. Okay, also jetzt kommen wir aber endlich zum Shop hier. Gucken wir mal rein, was hier Sache ist. Ja, und hier gibt es tatsächlich ein Collect-a-Set. Oh mein Gott. Oh mein Gott, jetzt bin ich gespannt. Also, jetzt hier haben wir ein komplett neues Set am Start. Der Hacky-Vet. Das ist ein epischer Skin. Ach du Schande, wie sieht denn der aus? Der sieht aus wie so ein bisschen. Ja, irischer. Ja, es ist irisch, ne? Da unten hier dieses Kleeblatt. Klassisch irischer Style, ne? Mit einem Spitzbärtchen. Sonnensymbol. Ja, ist eigentlich finde ich den ja irgendwie. Ich weiß nicht. Irgendwie hat er was. Die Schuhe sehen so scheiße aus. Ja, komm, also kommen wir zum Punkt. Das Ding kriegt von mir 6 von 10 Punkten. Ja. Also, gehen wir mal zum nächsten hier. Shadow. What? Was ist das? Was ist denn das? Okay, also jetzt muss ich erstmal einen Moment tief durchatmen. Im ersten Moment sah es ziemlich cool aus und dann war man ziemlich scheiße. Also, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was ist denn das? Okay, also, wir fangen hier vorne mit dem Fischmaul an. Sieht so ein bisschen aus, als würde da. Das ist eine Bombe. Sieht aus wie eine Bombe. Könnte eine Bombe sein. Da eine Glühbirne. Eine Haifischflosse. Hinten dran. Und obendrauf. Ja, ich bin zum rechten Skin. Will ich nichts sagen. Die hüpfen da jetzt dann auch rum. Tanzen da rum. Also das Ding ist schon cool irgendwo, ne? Es ist zwar total durchgeknallt, aber irgendwie hat's was. Und ich sage als Gleiter, ja, machen wir mal Play again. Ja, es ist mal was Besonderes, mal was anderes. Ich gebe dem Ding 6 von 10. Ich korrigiere mich. Ich gebe dem Ding
Nee, ich kann's wegen dem rosa Bärchen. Hätten sie was anderes gemacht. Aber nee, 6 von 10. So, dann haben wir hier diesen Tree Splitter. Den Baumspalter. Mike like a tree and split. Ja. Sieht ganz nice aus. Aber ist jetzt auch nicht so was mega Besonderes. Machen wir 5 von 10. So, dann sind wir mit dem ersten neuen Skin Pack schon durch. Na, komm mal. Oh, komm mal zu was richtig Geilem. Wildcard. Ja, der Wildcard-Skin ist natürlich mega nice, ne? Den hat er ja sofort auch. Den hat er sich geholt. Ist echt ein geiler Skin. Ziemlich schlicht, aber mega cool. Und dem Ding gebe ich auch eine 10 von 10. Also ich finde den auch extrem geil. Dann haben wir den Safecracker und auch darüber hatten wir schon mal gesprochen. Ich finde den extrem cool hier vorne auch mit den Schrauben. Also man sieht, dass da eine Wand, Tresorwand raus oder eine Tresortür rausgesprengt wurde wahrscheinlich, weil hier unten die ganzen Drähte noch rausschauen. Dann hast du hier dann die Geldsäcke mit den Lamas drauf, Goldbarren, Goldmünzen und dann obendrauf natürlich das Rad. Das ist schon richtig cool. Ich finde das Ding mega geil. Also sehr spannend. Und gibt dem 8 von 10. So, jetzt kommen wir zum Libre. Und der Libre, der hat ja immerhin Flügel. Und das macht den, also hebt ihn zumindest mal ab von diesen ganzen Standardgleitern. Die Flügel sehen ganz cool aus. Auch so, das ganze Design von dem Gleiter oben ist auch nicht so schlecht. Also ich würde dem Ding 6 von 10 geben. 7 von 10, 6 von 10. 7 von 10. 6 von 10. 7, 6, 7. 7. 6 von 10. So, dann haben wir hier den Kiss Kiss. Oh, machen wir gerade nochmal. Oh, das ist ja richtig knuffig. Richtig goldig, süß. Ja, dem Ding gebe ich eine 8 von 10. Dann kommen wir zum Armadillo. Das ist gerade für die Wüstenlandschaft. Paradise ist der richtig cool. Kann man sich echt gut tarnen. Dem Ding gebe ich eine 6 von 10. So, die Spektralaxt. Ja, was soll ich dazu sagen? Mir gefällt das jetzt so nicht wirklich so knallig bunt. Machen wir 5 von 10. Dann kommen wir zum. Pumpernickel. Ich kann mir aber nicht so wirklich vorstellen, wann ich den einsetzen können sollte. Sieht auch ziemlich bescheuert aus. Sorry, aber 5 von 10. Es war ganz witzig, aber das ist zu viel. Sorry. Hier haben wir den Skorpion. Das weibliche Pendant zu dem anderen Skinfreund, zu dem Armadillo, genau. Auch wieder perfekt für die Wüstenlandschaft, für Leute, die gerne bei Paradise landen. Gebe ich da drauf. Fünf, na auch. Ja, ich weiß nicht. Ihn finde ich ein bisschen cooler. Hier gebe ich 5 von 10 drauf. Ja, ich hoffe, euch hat diese
Ist das eigentlich, warum ist es geupdatet? Was ist da noch geändert worden? Okay. Also ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst mal ein Like da. Würde ich mich riesig freuen. Schreibt was in die Kommentare. Ihr wisst ja, inzwischen die Kommentare werden nicht nur gelesen, sondern auch hier in den Videos mit kommentiert. Kommentare werden kommentiert. Und abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Helft uns, die 700 endlich voll zu bekommen. Da würden wir uns riesig drüber freuen. Und spätestens dann macht der Herr sofort auch wieder mal eine Community-Fortnite-Runde mit euch. Ja, und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Fortnite News mit mir oder Fortnite Action mit dem Herrn sofort. Haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.